Hallo liebe YouTuber, willkommen im Video. Ich habe Post bekommen. Ich habe eine wunderschöne große Kiste Post bekommen. Und ihr wolltet ja Kränze sehen. Und guckt mal, was da Schönes drin ist. Es ist der Hammer. Und deswegen zeige ich euch heute einen Hortensienkranz. Bleibt mal dran. Ja, wie immer mache ich ja gern, bevor ich das Video starte, eine kleine Führung durch den Laden. Das ist jetzt natürlich nachts alles reingeräumt. Ja, hier gibt es wunderschöne herbstliche Blumen. Wir sind voll im Herbst drin mit Nadelkissen, Sonnenblumen, ja, diesen schönen Inka-Lilien, die ganz toll dazu passen. Und natürlich Beeren wie Hypericum. Und wir haben wieder fürs Wochenende einiges vor. Und hier sieht man, es gibt also richtig viele Blumen. Ja, auch schöne, wunderschöne, jahreszeitentypische Zinien. Und dann haben wir schöne Gestecke gemacht. Eins, zwei, das dritte ist hier drüben. Ja, und dann gibt es natürlich jetzt ganz viele Blumen, die darauf warten, für unsere schönen Veranstaltungen verarbeitet zu werden. Auch ganz spezielle Blüten. So, die Tür ist abgeschlossen. Es geht jetzt hier also in meinen Hof. Und jetzt kommt noch so Teil 2 der kleinen Betriebsgeheimnisse. Und, ach Moment, ich muss erst das Auto aufschließen. Entschuldigung, Moment, der Schlüssel ist in der anderen Hosentasche. Aber man kann hier schon ein bisschen erahnen, was ich noch vorhabe, weil es ist jetzt 19 Uhr. Und ich darf noch liefern fahren, ja, weil viele sagen immer, es ist ja so ein schöner Beruf mit den Blumen, es ist ein wunderschöner Beruf, aber diese ganzen Träumchen, ja, weiß-grüne Sträußchen, eine andere Kundin hat nochmal schöne winterharte Miscanthusgräser bestellt, dieser schöne China-Schilf, ja, und dann wieder eine andere Location hat sommerliche, bunte Sonnenblumengestecke bestellt. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Hochzeit in Weiß-Lilla. Ja, und das alles. Und hier gibt es noch einige Sträuße. Also das alles möchte noch zum Empfänger. Und mein Beifahrersitz ist auch noch voll. Noch Fragen, was ich heute Abend mache? Ich habe eigentlich zu Hause auch noch was vor. Aber mir macht mein Beruf Spaß. Aber es ist wahnsinnig viel Spaß und viel Arbeit. In diesem Sinne, ich mache mich jetzt mal auf die Tour und sage euch bis bald. Ciao. So, liebe YouTuber, wir sind jetzt hier auf diesem schönen Peonienhof. Peonienhof darf ich es ja nennen, oder? Der schöne Holzeckerhof. Und wir sind jetzt in einem Folientunnel, was ich total interessant fand. Und da ich das zuvor noch nie gesehen habe, habe ich einfach mal den Sebastian gefragt, warum kultiviert ihr die Peonien in einem Folientunnel? Ja, so ein Folientunnel hat mehrere Vorteile. Der Folientunnel nennt man auch geschützter Anbau. Das heißt also, wir schützen die Pflanze vor äußeren Einwirkungen. Zum Beispiel sind Peonien sehr windanfällig, weil sie sehr recht lange Stiele machen. Und wenn die Köpfe aneinander schlagen würden bei Wind, dann wird es braune Stellen geben. Die Blätter wären nicht so gleichmäßig und so schön. Und wir haben einen gleichmäßigeren Wuchs. Die Pflanzen sind auch sehr dadurch früher dran. Wir haben immer den deutschen Muttertag vor Augen. Das ist für uns einfach der wichtigste Termin, weil Floristen da auf unsere Peonien warten, wie du natürlich, Marke, die auch, sich dann genau. Schon sehnsüchtig darauf freuen, dass wir wieder starten. Ja, und das können wir halt im Folientunnel einfach gewährleisten, dass wir rechtzeitig in Ernte gehen, wenn wir in den Folientunnel unsere Peonien produzieren. Wow, okay, wusste ich gar nicht, dass die so windempfindlich sind. Interessant. Und sag mal, jetzt haben wir ja hier nur das Gestänge. Ihr müsst ja da irgendwie gucken, dass ihr lüftet und so. Wie macht ihr das? Oder wie viel Arbeit ist es denn? Oder wann lasst ihr die offen? Wann lasst ihr die zu? Ihr müsst da ja schon eine gewisse Logistik haben, weil im Moment ist ja alles offen. Genau, also unsere Peoniensaison beginnt schon im Februar.
Zu der Zeit beginnen wir unsere Folientunnel zu schließen. Mhm. Dazu haben wir 10 bis 15 Mitarbeiter im Einsatz. Wow. Das Ganze ist auch ein heikles Thema, weil man Folientunnel nur schließen kann bei absolutem Windstillstand. Also das heißt, wir müssen auch immer abpassen, wann können wir morgens mit dem Schließen der Tunnel beginnen. Und dann werden die Folien aufgezogen, die Folien werden mit Schnüre befestigt, ähnlich wie ein Zelt, muss man sich das vorstellen. Und dann, wenn die Folientunnel mal geschlossen sind, warten wir, bis die Peonien ausgetrieben sind. Und ab da müssen wir natürlich echt aufpassen, dass es in den Tunnel auch nicht zu heiß wird. Mhm. Also es hat auch nicht nur Vorteile, im Tunnel zu arbeiten, sondern der Tunnel macht auch sehr viel Arbeit. Mhm. Das heißt, da müssen wir immer auf der Hut sein, sobald die Sonne rauskommt und die Tunnel sich erwärmen. Ist eine Gruppe mit Mitarbeitern unterwegs, die die Tunnel einfach lüften. Lüften bedeutet, wir ziehen die Folien an der Seite hoch, wir öffnen die Türen und schauen einfach, dass das Klima optimal ist für die Pflanzen. Wow, was ein Aufwand. Unglaublich, das sind wieder die Dinge, die der Verbraucher nicht sieht, ja, die Mamas an Muttertag. Und was würde denn passieren, wenn es im Tunnel zu warm wird? Ja, wenn es zu warm wird im Tunnel, würden die Pflanzen einfach Stressfaktor, oder das ist ein Stressfaktor, wenn es zu heiß ist. Die Pflanzen würden Blattschäden bekommen und die Pflanzen würden sich einfach auch nicht so entwickeln. Ja? Und könnten im schlimmsten Fall, wenn wir dann eine hohe Luftfeuchtigkeit auch nur in den Tunnel bekommen, Botrytis bekommen, Grauschimmel, das ist der größte Feind der Peonie. Und wir versuchen einfach Botrytis vorzubeugen, indem wir einfach mit dem Lüften hinterher sind. Das ist ein richtiges Lüftungsmanagement, wenn du so willst. Und ja, wir sind ja in das ganze Thema auch mit unseren Mitarbeitern reingewachsen. Es gibt Mitarbeiter, die begleiten uns seit dem ersten Jahr, als wir Peonien gepflanzt haben. Spricht für euch. Und es spricht, ja. Ja. Und wir freuen uns natürlich, dass uns die Mitarbeiter so lange auch begleiten und diese Erfahrungen, die wir zusammen in den Peonien haben, jetzt seit fast 20 Jahren, einfach jedes Jahr ausbauen können. Wow. Also, das war jetzt mal wirklich so ein Hintergrund, wie es gelingt, in Deutschland schon Anfang Mai am Muttertag diese tollen, tollen Peonien zu ziehen. Bilder füge ich euch an und wie ihr wahrscheinlich auch in meinen Videos schon mitbekommen habt, kann man diese schönen Peonien per Post, die sind auch in Papier und nicht in Folie verpackt, die kann man schon zu der Blütezeit Mai, Juni bestellen per Post innerhalb Deutschland. Richtig, oder? Ja? Also wenn alles gut läuft, sind wir sogar schon Ende April am Start und ja, da bekommt ihr rechtzeitig Bescheid über Social Media und natürlich auch über dich, Margit. Und ja, wir freuen uns schon auf die nächste Saison. Ja, also das mal so die Hintergründe, Blick hinter die Kulissen zu Peonien. Und die Pflanzen im Webshop, die zeige ich euch gleich nochmal im Anschluss. Super. Ich zeige euch jetzt, wie man den Webshop findet. Ihr tippt im Browser donpeoni.de, kommt auf die Homepage. Das ist der Überblick. Hier seht ihr auch Sebastian und Susanne Sauer mit ihren Pfingstrosen im Folientunnel. Und dann geht ihr auf Neuigkeiten und hier sieht man, die Pfingstrosen sind natürlich für dieses Jahr alle abgeerntet, aber ihr könnt euch die schönsten Sorten als Pflanze bestellen für euer Zuhause. Das heißt, ihr geht jetzt weiter auf diesen Link, hier geht's zum Shop. Einmal klicken. Und schon ist man in dem Pfingstrosen-Pflanzenshop, Pfingstrosen für deinen Garten. Bestellt werden können sie jederzeit. Die Auslieferung ist ab Ende September, Oktober, November, indem sie auch idealerweise gepflanzt werden sollen. Und je früher man bestellt, desto sicherer bekommt man natürlich die Sorte, die man gern hätte. Und es gibt hier ganz, ja, ihr könnt ganz nach euren Wünschen auswählen. Ich zeige euch hier, es geht nach der Blütenform. Mein Favorit sind ja die gefüllten, wobei es gibt auch tolle ungefüllte. Nach der Blütengröße, dann auch kann man die Blütezeit auswählen. Die Pfingstrosen fangen ja dann so Ende April an draußen. Ob sie duften sollen, das Farbspektrum ist, ja, ist unglaublich, sind ganz tolle Farbspektren. Und um euch einen Eindruck zu geben, was ihr für tolle Pflanzen im Webshop bestellen könnt, die werden übrigens wurzelnackt geliefert.
Das heißt, die haben keine Blätter, werden also dann im Herbst gepflanzt und im Frühjahr kommen dann zum ersten Mal die Pfingstrosen. Ja, viel Spaß beim Bestellen und vergesst nicht den Rabattcode MARGIT beim Bestellen, weil damit bekommt ihr 5% Rabatt. Viel Spaß und viel Erfolg, ihr Lieben. Willkommen im Arbeitsbereich und ich decke jetzt erstmal die Zeitung runter von diesen traumhaft schönen Hortensien. Ich habe also ein ganzes großes Paket bestellt und ich bin völlig begeistert, total begeistert, weil was für wunderschöne Blüten. Guck mal, hier sind sogar mehrere dran, ja, das ist echt der Knaller. Was für wunderschöne Blüten ich bekommen habe. Und die sind auch tatsächlich in allen Farbschattierungen. Ich bekomme die gar nicht so leicht raus. Die sind alle in allen Farbschattierungen, sind sie also in diesem tollen Paket. Man muss sich das mal nebeneinander angucken. Und da kam mir doch so eine schöne Idee, dass ich euch heute einen Hortensienkranz zeige. Vorher muss ich euch gleich noch mal eine andere Spezialität zeigen. Da hat eine Kundin, nicht nur eine, ja, die hat sogar 8 Stück von diesen, Moment, ich kriege die gar nicht so leicht ins Bild, von diesen Maxi-Orchideen, ja, die sind so groß und sie hat 8 Stück bestellt und ich muss einfach mal gucken, ich muss mal diese Blüten in die Kamera zeigen, die sind der absolute Hammer und wenn das jetzt mal so vor mir steht, ja, man sieht, also ich kriege die gar nicht so leicht ins Bild rein, aber ja, es gibt Sachen, die müssen einfach ins Video. Und ach, und ich habe noch was ganz Tolles. Ich bin gleich zurück. Jetzt muss ich ja erstmal sagen, ihr seid ja echt der Hammer. Und ich bekomme dann manchmal so wunderschöne Fanpost. Und also vielen, vielen Dank. Und das ist jetzt von der lieben Bettina aus der Schweiz. Sie hat dann geschrieben, liebe Margit, ein kleines Dankeschön für deine wunderschönen und sehr genau erklärenden Videos auf YouTube. Freue mich jedes Mal darauf. Herzliche Grüße aus der Schweiz. Also es ist so süß, was mich hier erreicht. Ja, auch die Renate aus der Schweiz kam kürzlich in den Laden und ihr seid einfach klasse. Ja, und es sind dann so nette Dankeschöns von euch. Die freuen mich total. Also das, genau, da kann ich jetzt hier einen kleinen Ehrenplatz im Video, kann ich der Karte noch geben. Die begleitet uns jetzt in dem Video. Also, aber los geht's mit den Herbstkränzen. Geil, schöne Deko hier hinten. Ja, los geht's mit den Herbstkränzen. Und ich habe dann so einen Gedanken, ist natürlich immer toll, wenn man einen Strohrömer hat. Ja, diese, die ihr bei Floristik24 bestellen könnt. Aber es hat ja nicht jeder Strohrömer zu Hause, aber es hat ja jeder aus der Reinigung einen Alu-Kleiderbügel. Da kam mir natürlich die Idee, da habe ich gedacht, ach, da könnte man ja was machen. Man braucht allerdings, man sollte eine Drahtschere haben, das wäre ganz gut, weil diesen Kleiderbügel zu schneiden mit einer normalen Schere, das wäre jetzt nicht so ratsam. Ja, dann kann man den einfach mal aufklicken. Und schmeiß den Henkel weg. Und mein Gedanke heute ist, ich wollte einfach die Basis, ich wollte euch mal zeigen, wie ihr die Basis für eure Herbstkränze, für euren Hortensienkranz einfach selber machen könnt mit Draht, mit Kranzwickelband und mit Papier. Ja? Papier hat jeder, Zeitung, Packpapier, egal was. Ja? Papier ist immer da, immer zur Verfügung und so, ich werde jetzt gleich ein bisschen kruspeln und werde dieses, diesen Draht, da muss man ein bisschen Gewalt muss man anwenden. Also ein paar, vielleicht wenn man sich die Hände nicht wehtun will, ein paar Handschuhe anziehen, ist nicht schlecht. Dann nimmt man das Papier und wickelt den Draht einfach mit Papier ein. So, schön dick. Lässt ihn auf der anderen Seite, seht ihr die Arbeitsfläche? Ja, seht ihr, super. Genau, lässt ihn auf der anderen Seite wieder rausgucken. So, und hat dann jetzt also schon so eine schöne, dicke Papierwurst gemacht. Und diese Papierwurst, da kann ich jetzt eigentlich, entweder ich wickel nochmal Draht drum, aber ich hole mal einen Tesa
weil ich kann es eigentlich mit Tesa fixieren. So. Und dann brauche ich eigentlich gar nicht unbedingt den Draht. So, ich mache das jetzt mal zu und habe dann eigentlich schon eine schöne Basis. Und ich meine, je dicker ihr den Kranz wollt, desto mehr Papier nehmt ihr. Das ist eigentlich ganz einfach. So, und habe dadurch schon eine ganz schöne Form. Und mein Gedanke ist heute, ich wollte eigentlich gar nicht so einen Riesenkranz machen, weil das dauert mir zu lange im Video, um ehrlich zu sein. Und mein Gedanke ist, ich wollte eigentlich ein Kränzchen für eine Kerze machen, für eine schöne. Und da genügt mir in dem Fall heute diese Größe. Und an der Stelle, wo ich es miteinander verdrillen will, entweder ich nehme die Finger, aber meine armen Finger, die sind nicht immer so, die wollte ich jetzt nicht immer so belasten. Und sonst nehme ich einfach die Kombizange, wickel das Ganze zusammen, den Draht. So, und kann ja auch den restlichen Draht nehmen und hier nochmal um das Papier wickeln. Ja? Als nächstes nehme ich mein Kranzwickelband und umwickle einfach mein Papier. Ja, umwickle einmal fest drumherum und habe damit natürlich die Technik versteckt. Ja, gut ist es immer, wenn man das Kranzwickelband auf Zug hält, dann kann man auch besser wickeln. Dazu muss man das alles schön im Griff haben. Ja, habe ich jetzt am Anfang nicht gehabt, aber so, genau. Und dann lässt sich das auch am allerbesten machen. Und eigentlich sieht jetzt kein Mensch mehr, was da drunter ist und dass das jetzt kein Strohrömer ist. Ja, aber ich kann natürlich jetzt überbrücken, dass ich die Basis mit dem Kleiderbügel mache. Aber was ich nicht überbrücken kann, ist, ich brauche auf jeden Fall zum Wickeln Draht. Ja, das ist unerlässlich. Drähte sind total wichtig für ganz viele Arbeiten. Und wenn ihr meine Videos, ja, wenn ihr von meinen Videos mehr seht, ich habe zum Beispiel auch aus Draht Herzen gemacht, ja, blende ich euch mal das Video nochmal ein, dann wisst ihr mittlerweile, wie wichtig Drähte sind und wie viel ihr daraus machen könnt. Das ist diesen, ja, essentiell. Ich habe jetzt so ein kleines Endstück hier. Dann nehme ich einfach den Heißkleber, mache so einen Tupser Heißkleber drauf und klebe das Ende fest. Ich nehme ganz gern das Messerchen zum Andrücken, weil das Kranzwickelband ist natürlich nicht so, das lässt wahrscheinlich die Hitze vom Heißkleber durch. So, und schon ist alles fest. Das Kranzwickelband kann ich jetzt zur Seite machen. Und los geht's mit meinen wunderschönen Hortensien. Ach, die sind eigentlich so schön, dass es einem ja fast in der Seele wehtut. Aber für euch opfere ich auch meine schönsten Hortensienblüten. So, toll ist es natürlich, wenn ich jetzt auch verschiedene Farben, ja, Farbschattierungen habe von der Hortensie. Das heißt, ich möchte gerne grünliche, rötliche, ja, und möchte dann auch nochmal die Blauschattierung reinbringen, um möglichst diese wunderschönen Herbstfarben in meinen Kranz zu bringen. Dann mache ich so kleine Dolden, ja, schneide ich von der, oder kann ich eigentlich von der Hortensie sogar reißen. Ja, das ist jetzt die Vorbereitung. Und wenn ich dann alles auf meinem Tisch, ja, so, vorbereitet habe, so, da reichen eigentlich immer so kurze Stückchen, ja, reichen hier. Das ist schon fast zu lang. Da mache ich noch mal ein bisschen was ab. So, legt mir das natürlich nach Farben sortiert. Seht ihr das, was ich auf dem Tisch liegen habe? Ich komme gleich weiter hinter. Nein, ich sehe gerade, ihr seht es nicht alles.
So, genau, jetzt gehe ich weiter hinter, damit das alles auch in der Kamera sichtbar ist. Weil ich bin mal wieder alleine und eigentlich wollte ich heimgehen, aber wenn ich jetzt nicht hier bleiben würde, dann wird es diese Woche kein Video geben. Deswegen habe ich so mit mir gekämpft und habe dann gedacht, ach komm, die Hortensien machst du noch, weil es haben so viele von euch nach Grenzen gefragt. Ja, und dann war mir das doch ein Bedürfnis. Ja, also ich lege die Hortensie, lege die an den Kranz an und nehme einen braunen Basteldraht, einen braunen oder einen grünen. Ja, da kann ich also theoretisch beides nehmen, weil den Draht sieht ja eigentlich hinterher keiner mehr. Also ich brauche auf keinen Fall einen Schmuckdraht, ja, einen farbigen, sondern ich kann wirklich eine neutrale Farbe nehmen. Und der Draht ist jetzt wirklich nur für die Technik, ja, ist Mittel zum Zweck. Und ich nehme meine Hortensien, lege die in dem Kränzchen an. So, anlegen und wickeln. Ja, genau, das ist jetzt eigentlich relativ simpel. Zum Thema Hortensien. Ist ja immer so die Frage, die meine Kunden stellen. Also wenn ihr einen Hortensienkranz macht, dann würde ich den nicht draußen an der Tür, an die Tür hängen. Weil wenn die Hortensie nachts feucht wird, dann wird die irgendwann auch modrig und dann wird die nicht so lang halten. Also am besten wäre es, wenn ihr so einen Kranz macht, wenn ihr den drin lasst und der wird auch wunderschön antrocknen. Aber wenn der draußen ist, dann wird er nicht so gut halten. Ja, das ist natürlich sehr schade. Und das Zweite ist auch, eine Hortensie ist jetzt traumhaft schön, wenn die feucht ist, aber irgendwann trocknet die ein. Und wenn die eintrocknet, dann bröselt die. Das heißt, wenn ihr die jetzt in den Kranz jetzt an der Tür hängt, die immer auf und zu geht, dann habt ihr das Problem, dass die trockene Hortensie irgendwann einfach auch immer durch dieses Auf und Zu der Tür, die fällt ab und ihr werdet da leider nicht so lange Freude haben. Das heißt, also man kann diesen Kranz super machen, der hält wunderbar, ist auch wie mit Steineiche oder Olive, aber man sollte ihn irgendwo ruhig hängen lassen, ja, ruhig hängen oder legen, also nicht an einen Ort, wo man ihn die ganze Zeit hin und her tragen muss oder ja, hin und her befördert. Oder wenn ihr sagt, oh, ich möchte ihn aber mal da haben, dann könnt ihr das machen, aber nur, wenn ihr ein Tablett habt und dann auf einem Tablett, also nicht den Kranz, wenn der trocken ist, kann man den Kranz nicht immer anfassen, weil dann habt ihr tatsächlich irgendwann die Brösel in der Hand und dann ist der Kranz, ja, zerbröselt er euch einfach unter den Fingern weg und das ist natürlich total schade. So langsam, während ich hier erzähle, entsteht auch mein Kränzchen und ich mache jetzt einfach gleich mal ein bisschen Zeitraffer und gebe euch mal ein bisschen Musik, weil ich glaube, wenn ich jetzt den ganzen Kranz erzähle, dann ist das wahrscheinlich auch zu langweilig. Aber hier mal so die Vorschau. Ja, es ist also sehr, sehr, sehr schön, diese Schattierungen. Sieht ganz toll aus. So langsam komme ich jetzt in die letzte kritische Phase und hier gilt es jetzt natürlich dieses Kränzchen zu schließen. Dafür darf ich die Stiele von meinen Teilen, von meinen Hortensienstückchen nicht zu lang machen und ich muss mich jetzt irgendwie hier so ein bisschen durchwursteln zwischen dem, ja, durch die letzte Passage, sag ich mal. Das ist so eine Gefühlssache, die Hortensien reinzulegen, die trotzdem mit dem Draht zu erwischen, ja, zu,
zu fixieren und eben zu versuchen, ja, da muss man da gucken, wo ist der Finger und dann die Hortensien natürlich nicht platt zu wickeln. Genau, ich muss mich schon konzentrieren, was ich sage, sorry. Ja, das heißt, ich gehe jetzt mit dem Draht, ich habe jetzt das Kränzchen schön rund gewickelt und gehe jetzt mit dem Draht aber noch einmal durch, um den Draht festzumachen. Und jetzt zeige ich euch auch gleich nochmal das Werk. So, einmal den Draht verschließen. Das habe ich also in ganz, ganz, ganz vielen Videos gezeigt, wie man den Draht am Schluss verschließt. So, das ist jetzt dieses kleine, schöne Kränzchen mit diesen tollen Farben. Also man sieht es am besten, wenn ich ganz nah an die Kamera gehe, die drei Farben. Und von hinten zeige ich es euch auch mal. Hier ist natürlich sehr schön diese Papierbasis mit dem Kranzwickelband abgedeckt. Ja, und ich hätte jetzt auch noch, ich wollte eigentlich gern eine Kerze. Aha, mal gucken, ob das geht. Ich hole eine kleinere Kerze. Die ist zu groß. Ich bin gleich zurück. Sorry, so verschätzt man sich, aber ich habe doch zu dick gewickelt hier. So, es gibt jetzt also zwei Farbvarianten an Kerze, die ich nehmen könnte. Das eine ist eine grüne Kerze und ich würde jetzt immer so, ich würde es immer so machen. Und man könnte ja ein kleines, ein Schälchen oder eine Tasse oder so, kann man dann drunter machen, wenn die Kerze weiter abbrennt, so dass die Kerze dann höher kommt. Weil, also ich würde auf jeden Fall vermeiden, die trockene Hortensie, dass die zu nah an der Flamme ist, weil dann gibt es nämlich ein Unglück, ja. Oder ihr stellt tatsächlich ein kleines Gläschen mit Teelicht rein, ja. Und oder die andere Alternative ist natürlich die Kerze in Orange, ja. Zeige ich mal, entweder orange oder grün. Schreibt mal in die Kommentare, was euch besser gefällt. Also mein Favorit ist ehrlich gesagt, weil das so frisch ist und weil das helle Grün so schön ist. Mein Favorit ist eindeutig die grüne Kerze. Die finde ich total klasse. Und ich sprach ja davon, dass es eigentlich schön wäre, wenn man dieses Kränzchen nicht immer mit den Händen anfassen muss wegen dem Bröseln. Und dann habe ich gedacht, wäre es eigentlich toll, wenn man hier so eine schöne Schieferplatte nehmen würde. Und damit die nicht auf dem Holztisch oder auf den Möbeln kratzt, kann man ja dieser Platte, ich nehme jetzt die schönere, die ebenmäßigere Seite, nämlich mache ich dieser Platte doch ein paar Füßchen. Ja, und das mache ich ganz einfach, indem ich einen Filz nehme. Filz kann man also immer super gebrauchen, wenn es irgendwelche Reste gibt. So. Dann schneide ich das in Stückchen, mach mal ruhig vier Stückchen, damit es auch ordentlich so, damit es auch ordentlich abgedeckt ist. Nehme ein bisschen Heißkleber, klebe den Filz auf meine Schieferplatte. So, 1, 2, 3, 4, ruckzuck. So, Quatsch. Und jetzt, wenn man die Schieferplatte hinlegt, hört man nichts mehr. Cool, oder? Okay, also, und damit die Vorderseite schön ist, nehme ich jetzt einfach, ich schmuggel mal ein bisschen, nehme ein bisschen Blattglanz und sprühe die ein. Oder ihr könnt die auch einfetten. Ja, das machen die Restaurants immer, die fetten die ein. Und dann ist die, glänzt die natürlich so toll. Es ist so richtig edel mit so einer Schieferplatte, so schön dunkel. Ja, dann kommt meine Kerze drauf und dann kommt mein Kränzchen hier drauf. So, und der Docht muss immer gerade sein, vor allem für ein Foto. Ja, und hier ist jetzt mein Schieferplättchen, das ich hier anfassen kann. Man sieht gar nicht so viel davon. Mit meiner Kerze. Das war für heute mein Video. Der Hortensienkranz mit der Kerze. Herbstkranz Nummer, ja, Nummer 1, nein. Der andere war ja eigentlich mehr für ein Event. Aber das ist jetzt so ein richtiger Herbstkranz. Und mit relativ wenig Zutaten, ganz wichtig,
Basteldraht braucht man auf jeden Fall. Und wenn man einen schönen Schmuckdraht nochmal so lässig drüber laufen lassen will, dann wäre das natürlich schön, wenn das zum Beispiel in Pink wäre oder in einem Grün, und dann kann man den einfach nochmal so locker rumführen. Und das ist so ein metallisches, dekoratives Element. Das ist also auch dann, finde ich, sehr, sehr schön. Schreibt mir mal, welche Farbe ihr präferiert und wie ihr die Idee findet und ob ihr sowas auch schon mal gemacht habt, einfach mit einem Draht, mit Packpapier. Ja, es ist also eine ganz simple Basis und ich glaube, eigentlich hat jeder alles zu Hause. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr im Video dabei wart und es macht immer total Spaß mit euch. Ganz liebe Grüße und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss! Thank you.